Yo Leute, was geht ab? Willkommen zum neuen Video von BAP zum DA. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ich weiß, sehr lange kein Video. Ich glaube zwei, drei Wochen kein neues Video. Ich weiß, momentan habe ich ein bisschen links, rechts, ein paar Sachen zu tun. Ein paar Übersteiger muss ich machen. Deswegen kommen ein bisschen weniger Videos momentan. Aber wenn ein Video kommt, dann mit purem Mehrwert. Auf jeden Fall ist das heute ein Fashion Pack Opening und das allererste Mal. Es hat auch seinen Grund, warum ich Fashion Pack Openings bisher noch nie gemacht habe und wahrscheinlich in Zukunft nicht aufmachen werde, weil man die Pakete jetzt erst live aufmacht und ich weiß gar nicht, ob die passen oder nicht. Sagen wir mal, das ist jetzt ein Pulli, der passt mir gar nicht. Wahrscheinlich wird mir eh alles passen, weil ich einfach alle Größen von S bis XL trage. Aber wisst ihr, was ich meine? Also ich weiß ja jetzt nicht, kann ja sein, dass eins zu eng ist oder zu klein oder zu groß oder sonst was. Deswegen bin ich nicht so ein großer Fan von, aber wir testen heute das Ganze mal, das erste Mal. Und ich habe hier Pakete von ASOS. Junkyard habe ich wieder was. Warum halte ich das so behindert? Und Zara Paket ist auch da. Und diese Pakete öffne ich jetzt einmal und ihr habt euch das gewünscht. Ihr habt euch ein Top Sweater und Hoodie Video gewünscht. Hier ist es. Ich habe nur Sweater und Hoodies bestellt und dann würde ich sagen, packen wir das Ganze mal aus. Da haben wir einmal die beiden Sachen. Etwas sehr Buntes und etwas sehr Schlichtes. Fangen wir mal mit dem Teil an und zwar ist das ein Hoodie und kein geringerer Hoodie als von Champion, weil die Qualität von Champion unnormal gut ist. Also nicht von den normalen, sondern von den Reverse Weave heißen die. Auf jeden Fall ist das ein etwas dickerer Stoff und der Champion Sweater, den man eigentlich kennt, also in schwarz, hier mit dem Champion Logo, nicht ausgeschrieben und halt am Ärmel. Und ich habe das Ganze in Größe XL extra bestellt, weil die fallen ein bisschen enger aus. Deswegen, ihr kennt meine Körpermaße, ich bin 1,72 ungefähr Körper. Breit gebaut. Also ihr seht es gerade angezogen. Ich finde aber das ist ein bisschen eng. Also ich habe extra XL bestellt. Das ist gar nicht so oversized, wie ich dachte. Ist auf jeden Fall okay, kann man mit leben. Diese Kordeln, also von den Pullis, ich mag die gar nicht. Deswegen nehme ich die auf jeden Fall ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt klappt, aber... Oha, Vorführeffekt. Champion Hoodie auf jeden Fall kann man sich gut ziehen. Und ihr kriegt natürlich... wie ihr es nicht anders kennt, immer noch 15% mit Philipp15, dem Code. Und wie gesagt, der Stoff ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, also sehr wertig. Also man bekommt wirklich was für das Geld, das ist nicht gelogen. Also bestellt das meinetwegen und schickt das wieder zurück, ist mir egal. Hauptsache, ihr fühlt mal diese Qualität, weil das ist wirklich anders. Und ja, das war's zu diesem Pulli. Links auf jeden Fall in der Beschreibung, wie jedes andere Teil. So, auf das zweite Teil bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, weil ich weiß nicht, ob es mir passt, weil ich habe es ein bisschen sehr groß bestellt, aber ey, dachte ich mir, egal. Und zwar ist das eine Trainingsjacke, Windbreaker-Jacke, sage ich mal. Tommy Hilfiger, fand die unnormal cool von der Passform her, muss ich ehrlich sagen. Deswegen habe ich mir die direkt gezogen und zwar in Größe L. Probieren wir das einfach mal an. Windbreaker generell würde ich niemals offen tragen, sondern immer zu. Jetzt so sieht das ein bisschen behindert aus, weil das nur so bis zur Hälfte ist. Aber... also was Windbreaker angeht, also in letzter Zeit feiere ich Windbreaker unnormal, also ich fühle diesen Vibe voll, also ein bisschen diese Vintage-Schiene, sag ich mal. Und zu dieser Jacke, weil die unten so weiße Akzente hat, könnte man dazu eine geile weiße Hose anziehen. Ja. Das nächste Paket öffnen wir, packen wir das Ganze einmal aus. 2, 3, was gibt's noch hier? Oh, 4. Okay, fangen wir mal mit der Jacke an. Und zwar habe ich mir eine Jacke bestellt. Ich habe die tatsächlich zweimal bestellt, weil ich mir nicht sicher war, ob S oder M. Momentan sind ja solche Teddyjacken relativ im Trend, sage ich mal. Und ich habe mir so eine gezogen, und zwar von ASOS. Und zwar ist das so eine oversized schwarze quasi Trainingsjacke, nur aus diesem, ja, aus diesem Teddystoff. Also ich finde das unnormal cozy, gemütlich. Damit könnt ihr perfekt chillen. Also mir ist aufgefallen, die Sachen, die ich heute bestellt habe, beziehungsweise heute vorstelle, sind weniger so zum Ausgehen, also partytechnisch oder zu besonderen Anlässen, sondern wenn ihr mit euren Jungs zum Chillen seid oder, keine Ahnung, in eine Bar geht oder sonst was. Also Ärmel sind auf jeden Fall gut oversized, damit kann man auf jeden Fall arbeiten, sage ich mal.
Darunter vielleicht noch ein Pulli oder sowas, also für den Winter, wenn es ein bisschen kälter ist. Was ich auf jeden Fall auch feier ist, wenn man diesen Reißverschluss bis nach ganz oben macht, dass es relativ eng am Hals ist, also das ist auf jeden Fall perfekt für den Winter. Und ich muss nochmal überlegen, aber ich glaube sogar, es passt wirklich ein bisschen besser, also sitzt ein bisschen besser am Körper, aber trotzdem oversized. Also ganz kurzes Fazit zu dieser Teddy-Jacke, sage ich mal, Teddy-Trainingsjacke. Der Hals ist in M auf jeden Fall angenehmer, also ein bisschen lockerer, aber sitzt trotzdem relativ eng am Hals. Aber was ich dazu sagen muss, es ist ein bisschen zu lang. Deswegen würde ich die S behalten und schicke die M zurück. Wie gesagt, 1,72, Größe S, gut oversized. Ihr wisst Bescheid, ihr habt es gesehen. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu der nächsten Sache und zu dem nächsten Sweater. So, der nächste Sweater ist einer von Mennes. Ich habe auch mal Hemden von denen vorgestellt und so im Sommer, also schon ein bisschen her. So, ich habe den jetzt auf jeden Fall an. Also so ein grün, türkis, wie gesagt. Gelbe Schrift innen drin und die Passform, ich schwöre, die Passform finde ich auch nochmal killer. Weil das ist nicht zu krass oversized, das ist aber auch nicht eng oder sowas, sondern das ist so angenehm oversized, untenrum auch locker. Und vor allem, das erwähne ich in jedem Video, wenn ich T-Shirts oder Sweater vorstelle oder sonst was, der Kragen sitzt einfach perfekt. Ich hasse Pullis, die dann so sitzen. Oder so sitzen oder so Behinderung einfach sitzen. Mehr kann ich dazu auf jeden Fall nicht sagen. Den werde ich auf jeden Fall behalten und ich finde die Farbe auch ein bisschen besonders. Also wieder Eyecatcher, obwohl das sehr, sehr schlicht ist. Und ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. So, dann kommen wir mal zu der letzten Sache an Sweater, die ich bestellt habe. Ich zeige auf jeden Fall gleich noch ein paar Sweater, die ich aber nicht bestellt habe, weil ich kacke leider kein Geld. Leider Gottes tue ich das nicht. Und zwar ist das ein ganz stinknormaler, ja, wie soll ich sagen, grauer Sweater von ASOS. Ich denke mir immer bei gewissen Sachen, bevor ich was kaufe, zu welchem Anlass ich das tragen könnte. Und dieser Sweater war so gedacht, so zum Chillen, wenn ich so, keine Ahnung, mit Kollegen chille, wenn wir zu Hause zocken oder sowas. So chilliger, grauer Pulli einfach. So, aber mit einem Aufdruck drauf, was jetzt nicht so besonders ist, weil das juckt mich eigentlich gar nicht. Aber ich finde so diese Farbkombination zwischen Grau und Orange eigentlich ganz cool. Und das Layout finde ich eigentlich ganz cool. Deswegen zu einer schwarzen Jogginghose dazu weiße Stan Smith oder sowas. Und ihr habt das perfekte Chiller-Outfit. So, zack, sieht killer aus, kann man immer tragen. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, welche Größe ich habe. Ich muss wieder wie ein Behinderter gucken. Also muss ich auf jeden Fall nochmal bestellen. Also ich finde den ein bisschen zu eng hier an meinen Schultern. Aber ich glaube, das liegt an meinen Schultern. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bestelle ich den nochmal in M. Also eigentlich würde jetzt auch S passen. Aber ich glaube, M würde nochmal viel besser fitten. Deswegen bestelle ich das nochmal in M und schicke jetzt S auf jeden Fall zurück. Warte mal ganz kurz. Ich habe ein Paket komplett vergessen. Und zwar ist das das von Zara. Das habe ich ja komplett vergessen, Alter. Was geht ab? Das ist die Kunst. Pakete ohne Messer aufzumachen. Beste Läden. Und zwar, was habe ich mir bestellt? Ich habe mir, ganz kurz und zwar voll ungeplant, habe ich voll vergessen. Und zwar gibt es ein Parfüm, was ich immer, immer zu Hause habe. Also das ist ein Parfüm, das trage ich immer auf, wenn mich nicht juckt, wenn ich kurz rausgehe oder keine Ahnung was. Einfach für jeden Anlass, weil das so ein Allrounder quasi, das riecht einfach gut. Und ich bestelle das immer wieder, wenn das leer ist. Und zwar ist das Zara Man Silver. Keine Ahnung, weil es gibt irgendwie noch nur Zara Silver. Aber wie gesagt, das ist so ein Alltagsduft, das kann man immer tragen und keine Ahnung, kostet nur 10 Euro, wie gesagt. Aber mein richtiges Parfüm, vor welche Fragen, also ganz kurzer Exkurs, das ist von Emporio Armani, Stronger With You, kostet 70 Euro oder sowas und ich schwöre, also Jungs, wenn ihr gut riechen wollt und gut bei Frauen ankommen wollt, dann holt euch auf jeden Fall das hier, weil das riecht unnormal gut und das kommt auch sehr gut an. Und ja, ist auf jeden Fall leer, muss ich auf jeden Fall nochmal holen. Jetzt muss ich dieses Paket wieder aufheben, Alter. Guck, alles rausgeschmissen. Uff. So, auf jeden Fall kommen wir mal zurück zum Pulli. Und zwar ist das ein Rollkragen von Zara. Und zwar ist das der hier. So ein dunkelgrüner mit so einem Stehkragen. Also den rollt man quasi eigentlich nicht runter, sondern der steht einfach. Und der ist voll geil geschnitten. Und an dieser Stelle auf jeden Fall Shoutout an Muli. Weil ich habe den in einem Video von ihm gesehen. Und ich dachte, ey, der sieht unnormal killer aus. Und deswegen, diesen Pulli habe ich dann direkt bestellt, weil ich fand den, boah, von der Passform her unnormal nice. Ich weiß aber jetzt nicht, ob der passt, weil ich hatte überlegt, M oder L zu holen und ich habe mich jetzt für M entschieden, weil, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht mal warum. Es passt eigentlich ganz gut. Ich finde, die Ärmel hätten ein bisschen mehr Oversize sein können. Ich weiß, ich sage das fast zu jedem Teil, aber ich finde, die Ärmel, ja, hätten ein bisschen tiefer, ein bisschen Oversize oder mehr Oversize sein können. Den Hals kann man an sich vielleicht so lassen. Ich finde, das sieht aber ein bisschen aus wie so eine Halskrause. Sinn dieses Pullis ist halt nicht, den
runter zu krempeln oder halt runter zu rollen, sag ich mal. Glaube ich zumindest nicht. Also so zu lassen sieht auf jeden Fall ein bisschen cooler aus, finde ich. Kann natürlich jeder selbst entscheiden, muss ich auf jeden Fall auch nochmal gucken. Aber den Pulli finde ich auf jeden Fall unnormal nice. Und Stoff, ich schwöre, ey, der ist so weich und angenehm. Also ich glaube, ich habe noch nie einen so guten Pulli von der Qualität her bei Zara in der Hand gehabt. Und ich finde die Farbe cool, also dieses dunkelgrün zu einem All-Black-Outfit, Doc Martens dazu, ihr wisst Bescheid, wie das läuft. Sieht auf jeden Fall killer aus. Und deswegen, das ist auf jeden Fall das letzte Teil, was ich gekauft habe. Und ansonsten kommen wir mal kurz zu den zwei Pullis, die ich mir rausgesucht habe. Und zwar ist das ein quasi Velour-Tracksuit quasi, also mit so einem roten, ja, ihr seht hier, warum erkläre ich das überhaupt? Ist auf jeden Fall aus Velour, könnte man sich auch ein paar Nummern größer bestellen, damit das ein bisschen lockerer liegt. Wie gesagt, ich finde momentan halt Trainingsjacken so relativ cool und voll gechillt. Also mehr muss ich, glaube ich, gar nicht erklären. Also wie gesagt, den fand ich sehr, sehr cool von Boohoo oder Bahoo, keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden. Auf jeden Fall müsst ihr die Seite mal abchecken, weil die haben so nice Sachen und momentan haben die sogar Sale. Also müsst ihr auf jeden Fall mal abchecken. Zu der Marke kommt auf jeden Fall auch noch ein extra Video, darauf könnt ihr gespannt sein. Ich sage nur, Jogginghosen, Outfits incoming und deswegen seid auf jeden Fall gespannt. Auf jeden Fall ganz kurz noch zu der Jacke. Ich feiere diesen Velour-Look halt und ja, diese Trainingsjacke, wie gesagt, günstig, sieht cool aus. Zum Chillen kann man auf jeden Fall sich ziehen. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir mal zum letzten Pulli. Und zwar ist das ein beiger Oversize-Pulli von ASOS White oder ASOS Design, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so ein Oversize-Strick-Pullover, so wie der schwarze, den ich ganz am Anfang vom Video an hatte. Apropos, der war von Weekday, aber ausverkauft. Auf jeden Fall ist das eine ganz gute Alternative. Ist zwar kein Schwarz, ne, offensichtlich, aber dieses Beige finde ich zum Winter eigentlich auch sehr, sehr cool. Und hat eine sehr nice Loose-Passform, sage ich mal. Ja, sieht auf jeden Fall von der Passform her sehr nice aus. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Mir ist gerade unnormal heiß, weil in meinem Zimmer gefühlt 50 Grad sind und ich so einen kranken Rollkragenpulli anhabe. Aber auf jeden Fall war's das mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich hoffe, es sind einige Pullis für euch da, die ihr euch ziehen könnt für den Winter, damit ihr schön warm bleibt und ein bisschen chillen könnt. Und deswegen, wenn ihr was sucht, checkt alles unten in der Bio ab. Ist alles verlinkt mit Größe und so weiter und so fort. Nur das Beste für euch, ihr wisst Bescheid. Und demnächst kommen auf jeden Fall wieder mehr Videos. Also es kommen wieder nice Videos. Top Outfits kommt wieder, darauf habt ihr ja immer Bock. Lookbook inkludiert mit einer neuen Kamera. Also ich habe mir eine neue Kamera bestellt, die ist im Wert eines Kleinwagens. Also ich hätte ein Auto kaufen können, aber ich habe mir diese Kamera geholt. Deswegen seid gespannt auf die zukünftige Qualität. Und ansonsten, Lates Pickups, nächste Woche kommt noch ein sehr interessantes Video. Darauf könnt ihr auch gespannt sein. Deswegen bleibt immer am Ball, Glocke aktivieren, ihr wisst Bescheid. Folgt mir bei Instagram, ist auch nicht verboten, ihr wisst Bescheid. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und Peace.